Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. From out on the island, in the bathroom she was everybody's darling. But she never lost. Ist die Musik aus? Das ist die Peter Ehrlich Show, Teil 53. Und was ihr hier seht, ist Blind Date Treffen 5 und 6 von heute. Sehr erfolgreich, sehen nett aus, die jungen Damen. Und ihr fragt mich immer wieder, Peter, wie wird man so erfolgreich? Und das zeigen wir euch jetzt im Film. Maria, du siehst super aus. Hallo Peter. Halt's Maul, du sollst jetzt erstmal einen Film gucken, ja? Soll ich auf mich warten? Ey, bist du eine Frau? Natürlich. Ja, die Frauen müssen immer auf mich warten, da hast du schon recht. Können wir jetzt das Video einspielen? Warte, ja? Soll ich? Ja. Und du meinst, tust du das? Dann ist mir auch scheißegal, ob du das tust. Ja, jetzt bist du nicht. Kannst du umsonst warten. Kriegen wir jetzt das Video? Ich im Grunde genommen nur Weiber kennenlernen, ja. Ich habe zum Beispiel erkannt, dass das also für den Erfolg unheimlich gut ist, war Fernsehen. Du, ich hab gesehen, du kannst ja hässlich wie die Nacht sein und auch scheiße aussehen und Schweißfüße, macht überhaupt nichts, ja. Wenn du Fernsehstar bist, dann kriegst du jede. Jede, die du willst, kannst du kriegen, ja. Ich habe jetzt hier zum Beispiel, sitze ich hier auf einer Bank, bei Planten und Blumen, Erholungsgebiet, wo ich immer denn so bin, ja. Hab hier ein Blind Date jetzt gleich mit einer knackigen Südfranzösin, ja, 26 Jahre, so eine Ballermänner hat sie mir einen Brief geschrieben. Freue mich natürlich schon drauf, was? Natürlich ist das doof, sind Frauen 26, die haben auch schon einen eigenen Kopf, ja. Die denken sich auch schon, ja, jetzt mit 26, so ein schöner kleiner Orgasmus, das wird schon mal, ja. Du, da kommst du als Mann sofort in diesen Druck drin, du musst dich beweisen können, ja. Du, ich sag euch, der 17-Jährigen kannst du noch sagen, das war ein Orgasmus. Da kannst du mit einer 26-Jährigen nicht mehr machen, ja. Und wenn die auch noch aus Südfranzösien kommt, ja, ich sag euch, ja, du musst nicht nur blöd aussehen, du musst auch so gewisse immer Unterklasse raushängen lassen, ja. Irgendwie so die Schicht einfach Bill steht, ja. Ey, Alter, hast du mal Bier oder so, ja. Wenn du den ab und zu mal raushängen lässt, immer am Tag, ja. Du, da denken die Weiber sofort, die Knippelsex. Du, ich sag euch, ich habe die Erfahrung gemacht, ich bin ja erfolgreich. Ich habe 51 Sendungen, 276 Blind Dates treffen, ja, und nie mit Präser. Ich sag euch, ich mach das nie mit Präser. Ich kann mir an diese Latexhaut nicht gewöhnen, ja. Ja, ich hab's versucht, wir haben wie soll ich sagen, nee, Präser war jetzt so, jetzt bin ich vollkommen rausgekommen. Ne? Wir sind klasse, ja. Vor allen Dingen, du hast artikulationsmäßig, hast du nicht viel drauf, ja. Sagst Wulle, 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 und dir Merci und Puku und dann habe ich auch Neuschweig schon mal Bordeaux gesagt, du. Das hat sie einen beeindruckt, ja. Du, die kann ja zum Beispiel nicht so gut Deutsch spielen, ja. Die sagt immer, deutsche Männer nichts in der Hose, ja. Ich sage immer, ich nichts verstehen, ja. Ich diese primitiven Texte mag ich nicht so, ja. Ich bin ja, ich hab Klasse, ja. Ich hab Klasse, ich bin Klasse und ich bin Klasse geworden, ja. Du, Klasse bedeutet ja auch Schulklasse, Leistungsklasse, Upperklasse, ja. Das ist alles zum Beispiel unter der Klasse-Kategorie, ja, ist das also. Und also erst war ja mein Traum, war ja Kameramann. Ich wollte Kameramann werden, war mit Fotoapparat ganz irre. Da hat man immer mit meinem Minox da hingestellt in der Innenstadt, ja. Ich hab immer gesagt, ich bin jetzt einer von der Bravo und ich muss jetzt Popstars und so weiter, ja. Du kannst Frauen, du kannst auf die blödesten Sprüche, kannst du Frauen aufreißen, ja. Du, neulich habe ich es ja mal versucht, ich ganz doofen Spruch, ja, hat gesagt, du gefällst mir, ja, hat gleich in die Donner gekriegt, ja. Aber wenn du hingehst zu so einer Alten und sagst, ey Baby, du hast den geilsten Arsch, den ich jemals gesehen hätte, ja. Und ich sag dir, Bon Jovi, ja, würde auf deinem Arsch gerne mal Schach spielen, ja. Und ich kann dir den Kontakt zu Bon Jovi verschaffen, ja. Du, ich sag dir, die fließen dahin, dann wird erstmal vorgetestet, ja. Du, so ein Popstar, der geht ja nicht gleich. Der hat ja so Groupie-Tester, da bin ich auch mal gewesen, Groupie-Tester, ja. Ich sag euch, bei Henna Pesche hat Groupies getestet, ohne Ende, ja.
Jetzt wisst ihr nicht, wer Henner Peschel ist. Ja, ist so ein Upper-Class-Filmer, ja? So ein Filmer, der hat einmal, hat er Glück gehabt, dass im richtigen Augenblick war die Kamera an, hat er loslassen, hat er gleich einen super Film, Rollo alle drei, ja? Nee, eins, ja, sag ich. So, jede Einstellung, der ganze Film, da war 18 Minuten, ja, ganz irre, ja? Da hat er einen Preis gewonnen. Ein Förderpreis, 100.000 Mark, hat man sofort an der nächsten Produktion gemerkt, war scheiße, ja? Rollo aller zwei war scheiße, Rollo aller, seid ihr, ja? Alle! Rollo aller, scheiße! Ist jetzt egal. Ich habe heute hier zu Gast Henna. Peter, nicht so laut, komm. Und sein Fanclub. Ganz irre. Also Henna hat einen eigenen Fanclub. Kostet ihn zwar im Monat eine Menge Geld. Was zahlt er euch eigentlich? 50 Mark. 50 Mark, meinen Sie, sind noch Fans, die für wenig Geld machen, im Grunde genommen. Henna, was sagst du dazu? Wozu? Ich habe nämlich zugehört. Also, wir haben heute Kult trifft Kult, die Sendung gemacht, nachdem wir schon in der McDonald's News Kult nicht mit Tod sagen, 1983. Wir sind nicht in der McDonald's News drin. Nee. Ja, sind wir nicht. Wir dass du nicht drin bist, stand vorher fest. Ja, wir auch nicht. Wollt ihr jetzt über mich herziehen hier? Das stand vorher fest. Ich habe die Redakteurin gefragt, du solltest fliegen für uns, dann sind wir auch rausgeflogen. Also, es hätte eine nette Sendung werden können. Ich muss jetzt leider die Sendung abbrechen, weil das läuft also alles nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Das Henner, einer der besten Regisseure in Hamburg, für dieses Wort habe ich alleine drei Tage gebraucht. Der Bildausfall. Das ist doch scheißegal, Henner. Du musst ihn nicht selber im Fernsehen sehen können, ja? Du musst einfach cool, locker, da ist das Mikrofon, sonst hört man dich überhaupt nicht. Okay. Und da ist die Handkamera. Klaus ist auch wieder da. Peter, was willst du wissen? Klaus ist da. Was willst du wissen? Wir haben da immer noch kein Bild, Jenny. Können wir auf dem Monitor mal ein Bild haben? Wir wollten uns ja alle mal selber sehen. Außerdem Habt ihr da hinten ein Bild von uns? Alles klar. Sind wir denn auf Peter, Sendung? Komm, fang jetzt an, du bist jetzt da, das ist jetzt deine Sendung, komm. Gut, stellen haben wir einen Anrufer? Frage. Erste Frage, wie heißt du, wer bist du, wie alt bist du, wo kommst du her, also was hast du bis jetzt gemacht? Du führst das Interview sehr toll, finde ich nett. Also du gehst voll auf mich ein. Hallo? Ja, hallo. Kann man das ein bisschen lauter hier haben? Grüß dich, Peter. Ich bin immer noch dran. Ey, nicht so einschmeichelhaft hier, ja? Was willst du? Naja, wo ich doch so geduldig bin eigentlich, habe ich ja wirklich eine Belohnung verdient. Ey, bei mir musst du immer Geduld haben. Warte mal ab, bis wir mal sexuellen Kontakt haben. Der war super schlecht, Thomas. Super schlecht. Was? Brauchst du immer so lange? Ruckzuck, sag ich dir, ruckzuck! Haha, das glaube ich aber nicht, du. Also, was willst du heute? Mann, du bist auch echt lahm. Pass auf, kann ich dich rausblitzen? Ich wollte dir einen wunderschönen Abend wünschen. Komm, das ist ja alle. Komm, wir haben keine Sendezeit, wir wollen Video senden, danke. Zeit das erste Video. Das war jetzt sehr nett. Das war eine nette junge Dame, die ich jetzt leider rausschmeißen wollte, weil wir wollen einfach mal Henners Lebenswerk zeigen. Ja. Und es fängt ja richtig im Grunde genommen an mit ja, wo fängt Rollo aller 1, wa? Damit fängt es an eigentlich. Spielfilme, alles. Ja. Spielfilmmäßig. Ja. Henner hat Spielfilme gemacht, Henner hat Dokumentarfilme gemacht, Henner hat Tierfilme gemacht, Henner hat gar keine Filme gemacht. Also Henner ist filmemachermäßig alles. Zeigen wir jetzt einen Ausschnitt. Das ist Schweinpfeif, wo sind die hier? Ja, das bleibt das heutige Name von Philadelphia mit Sahne, Alter. Na komm mal mit, ey, ich muss was mit dir bequatschen. Ihr habt die Fatzen dicht, alle. Wir machen uns vom Acker. Wir hauen ab von der ganzen beschissenen Gesellschaft. Du bist doch nicht ganz schussecht. Was ist mit deiner Arbeit? Hab ich gekündigt, Alter. Ich lass mir doch nicht 100 Jahre ins Knie ficken von die Bonzen oder was? Alter, ich kann nicht mit. Meine alten Braten in der Röhre, wie denkst du dir das? Meinst du, verpisse mich? Alter, vergiss es, das weiß doch jeder, dass das Blag nicht von dir ist. Komm, ey, wir machen uns so wacke, wir zischen uns, ey. Olli Daddel gegen den Rest der Welt. Na gut. Pack mal eine Säcke. Ey, alle! Thank you.
der Frau, die wir jetzt leider nicht mehr zeigen wollen, weil wir wollen über das Gesamtkunstwerk Henner noch ein bisschen reden. War ein Ausschnitt aus Rollo aller 1. Damit fing jetzt spielfilmmäßig ja an, ja. Wa? Ist einer der größten Hamburger Erfolge der letzten 10 Jahre, würde ich sagen. Ach ja, das interessiert doch keinen. Wüsste jetzt nicht, wo ein Film wäre, der mehr Zuschauer hat und der gemacht ist, einfach mit dem wenigen Geld. Also ich glaube schon, dass ich dafür meinen ersten Film also das Optimale gebracht habe. Also. Lass uns jetzt einfach ganz spontan... Henna, ist so toll! Wollte das mal sagen, dass das schon mit das Beste ist, was ich je gemacht habe. Das war also eine ganz blöde Situation, da hat er den Kamera angemacht und dann lief die 18 Minuten und das war dann quasi der Film. War das jetzt so richtig erklärt? Nee, ja, hi Peter. Hi, was kann ich denn für dich heute tun? Ja, also ich finde, ihr redet viel zu viel über Henna. Redet doch lieber über die beiden Mädchen. Ey, du bist auch nur so ein kleiner Geillappen, wa? Ich bin doch kein kleiner Geillappen. Über welche würdest du denn jetzt gerne mit mir mal plaudern? Ach, das ist mir egal. Über die Mädchen. Du nimmst alles, wa? Egal. Aber wir sind doch hier wegen Henna und nicht... Was soll denn das? Ist doch scheiße, so. Mach dir mit dem weg hier. Das ist echt professionell, ja? Wird das hier von Henna gemanagt, ja? Der hat den Ben 50 Mark im Monat, gibt er den, ja? Seitdem der den 50 Mark gibt, kriegst du nur noch Aldi Sachen, wie ihr seht, ja? Von Penny, das siehst du doch, Chio. Ey, keine Firmennamen hier, ja? Aldi und Penny darf man nicht so erwähnen, ja? Und du rufst hier an, weil du nur mit Frauen reden willst, ja? Ja, klar. Willst du nicht mit mir reden, ne? Ach Peter, wir haben... Ach ja, ach, ne. Das geht ja ruckzuck, ja, wieder Sex. Den kannte ich. Den kannte ich? Los, erzähl, wer war das? Na, Miriam, komm. Das ist ein alter Bekannter gewesen. Nähere Bekannter? Peter, ich möchte jetzt immer die verkrampfte Stimmung. Ich gebe zu, ich bin ein bisschen aufgeregt. Wollen wir immer Laola machen, nee, hier, damit wir ja, so ein bisschen hochkommen? Nee, ich wollte dir ein Geschenk überreichen, damit ich mich besser fühle. Schenk mir was. Ey, übrigens ihr da zu Hause, ihr könnt mir auch alle was schenken, weil ich nächsten Donnerstag Geburtstag habe, ja? Da könnt ihr mir all die Sachen schenken, die ihr mal geschenkt gekriegt habt, was peinlich war, ja? Peter. Also Mutter, die Socken geschenkt hat, hast du darin gekackt? Ja, ich möchte aber auch mal sprechen. Du möchtest auch sprechen? Ja, denn ich habe eine Kleiderordnung bei euch gesehen, die mir nicht gefällt, als alternativer Präsident. Tacher Ditschlag. Tacher Ditschlag, hier kannst du Rollo aller Flockenpüree. Ja. Sie machen Reklame für Flockenpüree. Und hier die Rollo aller Vollmilchschokolade, ja? Inklusive ja. Karieschutz. Es ist nicht gut, dass Sie auf meinen Zustand oder den Zustand meines Gebisses anspielen. Das finde ich nicht gut. Ich habe nicht die besten Zähne. Das ist ja irre. Das ist ja irre. Zu deiner Linken, Peter. Das ist ja irre. Guck mal, das ist eine Rettungsweste. Eine Rettungsweste, da kann mir gar nichts mehr passieren, ja? Peter! Bist du noch dran, Ditschi? Ja! Du bist ja ein Klodeckel! Du, hör mal, die Frau zu deiner Linken! Maria, wink doch mal! Ich bin von der Coast Guard, ja? Und die anderen beiden korrekt gekleidet, ja? Ich habe hier einen jungen Mann neben mir, der wird ganz nervös. Die dann Frau wollen wir ihn dann nicht mehr mal... Ist dir das jetzt peinlich? Also, ihr kann nicht mehr diesen Anruf, wa? Peter, ich muss jetzt mal etwas sagen, es ist kein Witz, ich bin immer noch ein bisschen aufgeregt. Können wir das jetzt mal lockern durch so ein flockiges Gespräch, wo ich vergesse, dass ich im Fernsehen bin? Oder ich weiß auch nicht, ich fühle mich nicht so ganz wohl, ich sag's mal ehrlich. Fühlst du dich wohl? Wollen wir die beiden Frauen mal vielleicht wegsetzen? Wir beide ganz alleine hier. Ja, ich möchte mich einfach mal ein bisschen unterhalten, ich komme mir so vor, so... Lass uns unterhalten. Was mach ich hier? Lass uns doch mal einfach reden ein bisschen, das tut mir also, Rollo aller 1 folgt Rollo aller 2. Erzähl doch ein bisschen, was willst du denn so wissen? Guck mal, Henna macht zum Beispiel Videos. Musikvideos, die jetzt mittlerweile auch auf MTV, Diva und in der Peter-Ehrlich-Show laufen, die wir euch jetzt gleich beweisen können. Regierung, wollen wir es Regierung mal zeigen? Ja, die Regierung, eloquente Hamburger Band. Ja, findest Henna du, ist Regierungsfan. Ja, das kann Miriam mal kurz erklären. Henna mag gerne Musik mit deutschsprachigen Texten. Ja, Tillmann war schon mal hier Fan in dieser Sendung. Weiß ich das und wenn Henna auch toll findet, sollte sie auch die Regierungsplatte kaufen. Das finde ich auch, die letzte Regierungsplatte. Wichtiger Plattentipp natürlich. Also die letzte Regierung. Tokotronics Single, aber ich weiß nicht, wie sie heißt. Die letzte Regierungsplatte war scheiße. Wir haben jetzt eine neue Band in Hamburg. Ja? Club Tokotronic. Machen die seltsamsten, schönsten Texte. Da sehen wir nachher auch noch ein Video nee, von, leider nicht. Hast du vergessen? Aber, und sonst, ich bin so durcheinander, die ganze Sendung. Was ist denn los, Henna? Du wusstest doch, was auf dich zukommt. Hier rufen Leute so nass, an. Meine Hose ist total nass. Ja, dann zieh sie jetzt endlich aus. Egal mit den Flecken da, was du mir erzählt hast. Zieh sie einfach aus. Ich trägt Netzunterhosen. Ey, Netzunterhosen? Das geht nicht. Miriam, woher weißt du das?
Wir sind hautnah bei ihm, also wir wissen es einfach. Ich habe jetzt eine Idee. Jetzt mal ein kurzes Interview. Was ist hautnah und was hautnah, will hautnah? Genau. Was hautnah. Will hautnah? Hier, nee, das ist die falsch, das ist die letzte Ausgabe. Die letzte? Ja, das ist die letzte Ausgabe. Das ist die vorletzte Ausgabe, das ist die letzte Ausgabe. Ja. Ist ein Fanzine, habe ich das richtig gesagt? Ja, ja. Fanzine, das ist ein englischer Ausdruck, den ich gelernt habe. Thema um, Peter. Halt's Maul. ist mein Poster. Hey, du, das sollen wir doch mal aufsehen. Da. Dann frag du doch mal Henna was. Ja. Hallo? Guck mal. Ja, er fragt mich was. Du? Ja. Hallo? Erzähl mal, was ist so deine Musikrichtung? Was hast du? Ja, deutscher Rock. Deutscher Rock? Ja, zum Beispiel Fünf Freunde, Tokotronic. Die Sterne? Bernd Begemann, Die Sterne, Die Regierung. Ja, Milch. Ich könnte jetzt weitermachen. Milch. Soll ich noch ein paar Sachen nennen? Suppenwürfel. Hast du einen Suppenwürfel nicht? Ja, du, das sagt mir überhaupt nicht. Erzähl mal. Ja, das wundert mich. Hast du noch Fragen sonst vielleicht? Ja, nee, ich wollte Peter mal was erzählen. Ja, hast du jetzt hiermit gemacht, das ist nicht meine Sendung heute, das ist Henna Peschel-Sendung, der sich darüber beschwert hat, dass ich nicht mit ihm rede. Das ist ein Fanzine von Henna, erscheint einmal im Monat. Im Monat, ist liebevoll aufgemacht. Wie gefällt dir das denn, ganz persönlich? Also ich konnte damit... Na, komm, jetzt, du bist neidisch jetzt. Ja, ich konnte, ja, also vor allen Dingen, ja, ich habe ja die Mitarbeiterinnen gesehen, die das herstellen und die ganzen Fotokopierarbeiten da beaufsichtigen und ich möchte auch heute in den Fanclub eintreten, also das habe ich mir voll vorgenommen. Ja, am besten gerne. Jetzt. Ich darf Nummer 13 sein, wa? Hallo. Ich bin die Nummer 13! Ja, ist doch schon weg. Nein. Das hat er mir jetzt aber versprochen, oder, ja. Nee, 14, ist ja 14, ey, das geht nicht. Ja, dann bin ich im 14 oder ich warte, bis es 113 sind. Ich möchte noch mal schnell kurz was vorstellen. Wir haben jetzt den Tokotronic Fanclub Megatronic gegründet. Du kennst sie nicht, ich werde sie dir bald in die Sendung schicken. Ich möchte noch mal Julia grüßen, das Fanzine. Tokotronic Fanzine Masterplan, noch mal an alle Zuschauer jetzt. Ist den nächsten Dienstag um 21 Uhr im Kir zu haben. Hallo. Könnt ihr bitte ins Kir kommen? Noch ein wichtiger Termin. Hallo. Und zwar Dienstag um 19 Uhr. Bitte meldet euch. Ja, nerv mal, Till. Komm ins Kir. Hallo. Wir zeigen euch jetzt das Regierungsvideo. Tschüss, du. Ah, ah. Ich bin echt schon hart vom Fuß. Ey, Regierung. Schöne Spielereien, Christian, danke. Ja, da sind wir wieder und wir haben uns gedacht, aus der Jugend von Henna einfach mal ein bisschen zu berichten.
Und da kommt es ganz kurz, dass das unsere Kat ist, unsere Lindstraßen-Katrin. Katrin? Ja, hi, ja. Hörst Hallo. Du uns heute gut? Hallo. Nee, ich hör dich immer noch total schlecht. Ja, ist egal, wir müssen dich auch nicht sehen, da gleicht sich das aus. Also Lindstraße. Wie war es denn heute mit Henna so? Also Henna ist ja ganz nervös, der ist eine Viertelstunde vor der Sendung erst gekommen, badet seine Hände gerade in Chio-Chips, hat ganz ölige Finger und ist ganz aufgeregt, weil wir haben gesagt, wir enthüllen das heute. Wie Henna sich damals auf der Toilette immer verhalten hat. Erzähl, ja. Katrin. Also Henna war ja ganz schlimm immer. Immer. Ja, Katrin, was denkst du denn? Peinlich, das Referat über Belgien. Ja, erzähl doch nochmal, ich hab's auch noch im Kopf. Auch die Belgier sind Europäer. Das war so derartig schlecht. Also irgendwie so eine oder anderthalb Stunden nur hingequält über Belgien, völlig uninteressant. Hey Katrin, jetzt mal ganz ehrlich, hat er damals denn auch schon mit einem Film gemacht? Mit was? Hat er Belgien mit einem Film erklärt? Nee, ich wundere mich sowieso, wie er die Filme macht. Das war der Endkommentar war, denn Henna kriegte irgendwie eine 5 oder so und dann so, naja, das war ja mehr so Qualität, Jürgen von Mangerticht war ja Reisen. Also ich habe ja nie richtig gehört, dass Henna seine Filme ja nicht selber machen soll. Aha. Da hat er irgendwelche ABM-Kräfte, aber ich wollte das heute nicht verraten. Ich habe ihm nicht versprochen, dass ich das nicht sage. Komm, das glaube ich Henna denn also schon. Henna ist ja auch Kult, so, ne? Mhm. Ja, ja. Ja, Henna, jetzt äußere dich mal zu den 4 Buchstaben. Was? Was war denn? Ich habe ja vorhin schon gesagt, seit 1983 kenne ich das nicht mehr. Was? Kult, das... Ja, eben, das nervt mich auch total. Alles ist Wieso? Immer Kult. Er ist ja jetzt mehr Diva. Was? Das war ja echt... Jetzt ist die Fernsehkamera an, jetzt machst du immer so. Wieso stört dich das? Du magst das nicht. Du bist doch cool für uns. Ja, für die euch. Das doch für euch. Intim, bei uns zu Hause. da bin ich natürlich cool, aber doch nicht in der Öffentlichkeit. Da würde ich das Wort auch nie im Mund nehmen. Katrin, merkst du? Das musst du gerade sagen. Er schludert so ungefähr rum. Ja, Henna ist doch irgendwie, das ist doch der der hat den Kult auch erst geboren. Genau. Letzte der harten Männer hat man mir heute gesagt. Jetzt auch wieder. Jetzt frag nochmal was zu den Filmen, Katrin. Was? Frag mich nochmal was zu den Filmen. Ich will doch weiterkommen, als Filmemacher berühmt werden und so. Da muss ich doch auch erklären können, was das für Filme sind. Aha, was machst du denn für Filme? Ja, also schöne Filme mit harten Inhalten. Aha. Da sind Wahrheiten versteckt. Da wird offenbart. Alles. Ja, ja. Wir offenbaren, dass Henna ja nicht nur Filmemacher ist und Videofilmer. Er ist Künstler. Ich kann das ja jetzt leider nicht sehen. Hat Henna da seinen Fanclub mitgebracht? Ja, genau. Ist das Myriam? Ich bin die alte Angeberin. Das höre ich doch so schon. Das sind doch die Leute, die den Kult überhaupt... Katrin, jetzt hör bitte auf, Myriam. Das ist meine beste Freundin. Jetzt geht's an die Grenze, wo du jetzt nicht rübergehen solltest. Wer ich? Ich bin lieb und nett. Was sagst du neben Miriam? Ich kenne das auch von früher, da waren die beim offenen Kanal so schlecht, dass man da ran musste an die Mikrofon. Nein, die versteht dich auch so. Also, Henna ist ein Multimedia-Künstler. Ja. Und wisst ihr, was er ganz gut kann? T-Shirts machen. Und zu denen kommen wir jetzt. Katrin, Lindenstraße war heute nicht viel. Soll ich mal rausholen? Ein Tipp noch. Bleibt Erich und Helga zusammen? Nein, natürlich nicht. Und hast du... Also jetzt mal, Katrin. Ja? Du guckst das ja auch immer gewissenhaft. Ja, also ich bin ja sowieso... Hansemann hat ja jetzt demnächst mal ein Verhältnis mit seinem Kindermädchen. Genau, und hast du die Mordlust im Krankenhaus bei Hansemann im Gesicht gesehen? Ja, natürlich. Das war die blanke Lust zum Töten. Ja, ja. Das war der stumme Schrei nach Liebe. Mhm. Alles klar, dann Katrin, willst du ein T-Shirt gewinnen? Was? Willst du ein T-Shirt gewinnen? Ja, das schon. Was habe ich schon? Katrin, du kannst ein Bild gewinnen. Ja, die kann ich nicht sehen. Das ist das Problem. Ich kann uns nur hören. Katrin ist nämlich kriegsverletzt und seitdem blind. Vergiss es. Ich muss heute noch mal was ganz Großes sagen. Ein großer Deutscher hat uns jetzt verlassen. Erich. Erich ist einfach jetzt so dahin gesiecht. Ich habe so ein schwarzes Band um mein Bild gemacht. Ja, und ich auch. Muss, an der Ecke. Und ich muss auch. Ganz ehrlich mal sagen, die ganze Weltöffentlichkeit hat das ja nicht richtig registriert.
Wenn der damals in Prag und in Ungarn konsequent den Schießbefehl angewendet hätte, dann wäre uns das alles erspart geblieben. Eben. Gibt's denn das auch? Ja, klar. Was denn, Katrin? Was wäre uns erspart geblieben? Was? Du hast doch gar nicht zugehört. Du hast doch gar nicht zugehört. Katrin! Katrin! Henna ist auch echt ein Arschloch geworden. So, Katrin. Ja? Wir müssen jetzt Schluss machen. Alles klar. War nett? Ja. Fühl dich rausgeblitzt? Ach ja, okay, gut. Und tschüss. So, an dieser Stelle muss ich noch sagen, dass ihr jetzt den Fernseher ausschalten könnt, damit ihr noch rechtzeitig um 10 Uhr in der Markthalle beim Brauthaut ins Auge-Konzert seid. Morgen könnt ihr zum Beispiel zu Prollhead gehen. Prollhead, die Band, die vor 14 Tagen hier war, die diese Willen, ja, die spielen wild, der Wildheit angemessen in der Gesamtschule Steilshoop im Hermelinweg 10. Morgen um 22 Uhr werden sie die Asbestschule abreißen, haben sie mir versprochen. Was habe ich denn hier noch? Übrigens, kein Rindfleisch essen, wisst ihr ja Bescheid, Fische sind im Augenblick ohne Würmer zu haben, ja? Könnt ihr auch machen. Henna, deine T-Shirts. Hoch in die Kamera zeigen. Ich möchte auch ein T-Shirt gewinnen. Du möchtest eins gewinnen? Ja. Dann sag uns, wie dieser Kultmensch hier heißt. Henna. Nachname? Weiß ich nicht. Denk an deinen Pichimann. Hä? Oh, Miriam, helf mir. Ist dir das jetzt peinlich, oder was? Ja, die schlechten Witze. Du musst ja über diese Witze nicht lachen, ja? Ja, aber, das reicht, wenn die dazu... Aber, hast du dich eben amüsiert? Das ist weg. Der ist in Ohnmacht gekommen. Ja. Fangen wir doch mal hier mit den T-Shirts. Ja, los, zeig deine T-Shirts. Was willst du denn als erstes sehen? Ich möchte, dass du jetzt die einfach zeigst, wo ja, du sagst, also, die sind klasse. Das ist zum Beispiel so ein Motiv, das haben sich sehr gut verkauft in der linken Szene in Hamburg. Also hat eigentlich jetzt mittlerweile jeder an in der roten Flora auch. Dann hast du ja richtig Geld schon gemacht, wa? Ja, das ja. ist ein T-Shirt, das habe ich für einen Freund von mir gemacht, Kai Klausner. Der hat keine Freundin im Augenblick. Der hat keine Freundin seit jetzt über 5 Jahren. Und ich hoffe, Kai, du hast gesagt, du nimmst das auf. Du findest auch wieder eine Freundin. Ey, das war jetzt aber ein Kulturbeitrag, den ich gar nicht gehört hätte. Mein das Gott. Ist zum Beispiel so ein T-Shirt. Zum Beispiel? Gegen Omas. Oder das ist jetzt, naja, es gibt, was soll ich jetzt die ganzen T-Shirts zeigen, das ist langweilig, nee, aber vor allem, es gibt wirklich Zuschauer, die nicht wissen, wie Henna mit Nachnamen heißt. Der nächste Anrufer, der uns das sagen kann, gewinnt dieses wunderschöne Porträt von ihm. Genau, selbst gezeichnet vom Spiegel. Vom Fanclub. Ja, das haut hin. Das finde ich toll. Ich meine, muss man nicht drüber reden, erste Klasse Malkurs, ja? Aber naja, ist Kult. Und von seinen Fans halt angefertigt. Von seinen Fans? Liebevoll, wenn ich erste Klasse... Von euch oder was? Ja, natürlich. Aber musst ihr das auch bezahlen oder habt ihr das als Sonderleistung einfach als Bonus? Wir machen das, weil wir mögen ihn echt gerne. Du, Maria, magst du ja, auch so? Ja. Und könnt ihr euch vorstellen, eine Zeitung von mir zu machen? Ja. Ich meine, ich zahle 100er. Das pro Woche. Kann man schon überreden. Darüber kann man schon pro reden. Woche pro Person, das würde darüber kann man reden, ja. Kann man darüber reden? Ja, auf jeden Fall. Hallo Frau. Ja. Wie heißt unser Mensch hier? Henna. Nachname? Hey, pass auf, mach das dir kurz vor, warte. Peschel. Wie? Peschel? Ja. Oh, Gewinner! Spontan! Habt ihr den Namen ins Telefon drin? Jetzt noch eine letzte Frage. Bist du Studentin? Nein, bin ich nicht. Kennst du einen Studenten? Ja. Ja, dann hast du das T-Shirt hier gewonnen. Nee, so einfach ist das nicht. Also wirst du meinen Namen? Ja. Wirst du doch meinen Namen? Hast du einen Freund? Nein, das Bild gewonnen, das reicht ja erstmal. Hast du einen Freund? Ich bin verheiratet. Das ist natürlich dein Beruf. Ach, das ging eben um das Bild, das habe ich verwechselt, okay. Macht aber nicht. Ja, mir aber. Bist du dann glücklich mit dem? Denke ich schon. Wie lange denn schon? Bitte? Wie lange denn schon? Lange genug. Ja, dann sag jetzt einfach, rede jetzt vernünftig mit mir. Ich rede ja auch vernünftig mit dir. Wie findest du das? Sieht halt klasse aus? Sie sah schon mal besser aus. Können wir uns irgendwie privat? Und? Keine Wahl. Ja, kannst du, pass auf, wenn ich dir eine Frage stelle, kannst du die nicht spontan sofort beantworten oder brauchst du da immer 10 Minuten? Bist du nass geworden? Ja. Ey, pass auf, du sitzt dich jetzt zu Hause hin, legst auf, schreibst dir alles auf den Zettel, in 10 Minuten rufst du nochmal an, dann liest du die Fragen flüssig ab, ja? Jetzt möchte man nämlich jetzt keinen Anrufer mehr haben. Echt ein toter Hund, finde ich. Wollt ihr jetzt noch weiter privat unterhalten? Nee, ist auch sehr störend. Du fühlst dich nicht angesprochen, unterhältst dich, aber du hast die Zeit mit jemand anderem. Die hat doch jetzt mit dir über ihre Ehe unterhalten. Ja, ich wollte ja nicht mit dir reden. An dieser Stelle kommt JC Kuddison.
bringt seinen Wochenschauer-Kommentar. Ich habe ihn immer noch nie rausgeschmissen. Aber meine Filme zum Anfang, das wird das neue JC-Kulissen, dann nur von mir, dann wenn ich das perfekt kann, schmeiße ich ihn raus. Da kenne ich nichts. JC, bist du bereit? Zum wahrscheinlich letzten Mal heute, JC. Oh, nee. Bitte nicht. Hallo, ja. Es ist der 2. Juni 1994. Wie auch in JC Kuddelsen von interessierter Seite berichtet wurde, wird der Komet Shoemaker-Levy 2 in etwas mehr als einem Monat Vollruhe auf den Jupiter knallen. Der Jupiter wird auseinanderfliegen und einige Teile werden unseren schönen Planeten treffen und ihn mitsamt unserer schönen Heimatstadt zerditschen, verbrennen, atomisieren und weiß der Teufel, was nicht noch alles. Obwohl doch auch die Allerkleinsten mit dran glauben müssen, scheint sich da jeder ein Ei drauf zu backen. Nur die kleine, aber verwegene Gruppe der Motorradfreaks, die wissen, was die Stunde geschlagen hat. Und so gibt's am kommenden Sonntag den Motorradgottesdienst. Denn Biker wissen, mit Triumph flog Jesus zum Himmel. Und außerdem gibt's den Reisesegen. Das ist schön. Das ist vorausschauend. Das ist Arsch wie Wendy und Mortendi. Ganz daneben allerdings die christlich-dämlich-unternehmerfreundlichen. Die wollen nämlich, um die angespannte Parksituation im Karo-Viertel in den Griff zu kriegen, den gerade eingerichteten Park wieder beseitigen. So, ihr christlich-dämlich-unternehmerfreundlichen, jetzt hört einmal auf euren JC Kuttelsen. Ja, auch für euch habe ich einen Rat parat. Selber machen. Einfach mal Eigeninitiative. Unternehmergeist. Spaten in die Hand, in die U-Bahn steigen, ins Karo-Viertel fahren und Hand angelegt. Damit die Bewohner des Quartiers auch wissen, wer für ihre Parkplätze, sprich ihre Lebensqualität kämpft, müsst ihr dann unbedingt alle ein CDU-Parteiabzeichen tragen. Und dann gibt's noch ein lustiges Karo-Viertel-Parkplatzfest. Mit Büsche ausreißen, See zu schippen und als krönenden Abschluss ein Hauch matt-seidig glänzender Asphalt. Dann kommt ihr garantiert auch das nächste Mal wieder über die 5%-Hürde. Obwohl ihr Susanne Rahat-Waldig jetzt in die Arme der Frauenbewegung getrieben hat. Ja, ha, ha. Unsere gute Frau Susi wurde neulich auf einer Veranstaltung für Frauen gesichtet, in der auch die Rede von einer Neuauflage einer zur Wahl stehenden Frauenliste war. Susi, haben wir nicht kürzlich auf den Segen einer Partei der Lieben und der Netten, haben wir ihn nicht beschrieben? Und hast du, liebe Frau Susi, nicht eins für Mitmenschlichkeit gekämpft? Ja, wolltest du nicht die Mitmenschlichkeit als Verfassungsgebot und jetzt all das nur noch für die eine, für die zugegebenermaßen schönere Hälfte des Himmels? Nein, Susi, die Emanzen müssen sein und Wochenends dann, müssen es sein, ja? Und Wochenends dann Buttersäureanschlag auf verdiente Chauvinisten dieser Stadt? Susi, 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 weiß unsere gute Frau Susi, mit wem sie sich da einlässt? Wem man sich einlässt, weiß bestimmt die Haspa. Die beteiligt sich nämlich jetzt an einer Immobilienfirma und weil Immobilien in der Hand von Götz Brase sind und der wiederum in der Scientology-Sekte ein hohes Tier ist, wird dann gleich geschlossen bei den Dianetikern eingetreten. Zur Besserung und weil der Mensch nicht nur aus Bier allein besteht. Antreten zum Clearing. Von den Maklern gibt es noch mehr zu berichten. Dass nämlich die Immobilienfirma Brun die Patenschaft für die verrostete Statue Ludwig des Frommen, die an der Fassade des Rathauses unserer schönen Stadt vor sich hin gammelt, übernommen hat. Auch das wird die Scientologen, die ja an der Verbesserung des Menschen arbeiten, auf das alle fromm werden, auch das wird sie erfreuen. Ja, und auch die Immobilie, die entsteht, wenn man die A7 überdacht, ist frommes Werk. Schon, weil Ole, oh, so ein geiler nordischer Name, Ole von Beust, weil Ole von Beust auch christlich, dämlich und so weiter will, das, der will das so. Bravo, Ole, 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 ja. Ein Dach auf dem Elbtunnel ist gottgefällig. Renovierte Bronzestatuen an Rathäusern sieht der Herr gern. Oles Dachschaden, wer, wenn nicht Gott verteilt Intelligenz, er will es so. Alles das sieht er gern, der Herr. Ja, nicht so gern hören tut er allerdings Bernd Hollerbachs Angebot, sein letztes Hemd zu geben, wenn St. Pauli nicht aufsteigt. Der Profikicker sollte sich erinnern, dass der Herr aus... auf, ah ja, immer gegen Wetten was gehabt hat, hat er ja, ne? Und gegen Bescheißen auch, denn wer, wenn er die Wette verliert, die Hemden nicht mehr braucht, weil er dann zu den Münchner Löwen geht, der macht ein unseriöses Angebot. Also Hollerbach, schnell Makler werden und dann nix wie zu den Scientologen und schnell fromm werden. Die letzte Nachricht brandheiß,
Brandt heißt, Kali Ehlers CDU bepöbelt Ausländer. Die türkischen Gäste sollen ihren Krieg nicht hier ausfechten. Wochenende, das sollen die gefälligst zu Hause tun. Die kriegen ja auch von uns ihre Waffen dafür, kein Problem. Wir lassen unsere Linken schließlich auch nicht in Istanbul, sondern auf den Gänsemarkt verhauen. So, das war's. Ja, vielleicht oder auch nicht. Bis, na, tschüss. Ja, tut mir leid. Also ich hab den nach wie vor noch an der Hacke. Kriegt ihr den los? Ja, jetzt bin ich mit Henna mal ganz alleine. Und ich glaube, jetzt wird einfach jetzt viel lockerer, viel intimer, viel relaxer, wa, Henna? Mhm. Gut, wir haben einen Anrufer, der uns zu Henna seiner großen Karriere was erzählen will. Hallo Anrufer. Hallo? Hallo? Hallo, na? Na? Weißt du, wer hier ist? Ja, das würde mir fehlen, aber sag mal. Elvis. Ach, Elvis. Ja, ja, erstmal ein Lob an diesen J.C. Cullison. Gut. Hat wieder einigermaßen gefallen. Gut, nächste Woche. Ja, und ja, in der Peschel, wie man sieht, ist er ja auch nicht schlecht im Bett. An seinem roten T-Shirt mit weißer Schrift. Ey, du, ja, guck im Moment ein bisschen. Du hast zumindest jetzt bewiesen, dass du lesen kannst und auch beschreiben kannst. Hast du jetzt auch noch ein Thema, über was wir reden können? Ja, und zwar dieser Otz Erich. Neulich, als ich das nachts sah auf dem MTV, dass dieser arme Mensch doch leider verstorben ist, da kamen mir doch dann ein wenig die Tränen. Und ich finde auch, er redet ein bisschen langsam. Ich stand auf und musste wirklich weinen. Glücklich? Bitte? Du kommst ja auch aus dem Osten, kannst ja ruhig mal erzählen, wie war das damals mit dem Hunger? Oder wie war das, wo ihr immer Pakete von uns geschenkt gekriegt habt? Ja, mit dem Aldi-Kaffee. So schön. War schön, wa? War so schön. Ey, Elvis, los, steiger dich jetzt mal. War so schön. Hau schön. Ab und du, jetzt, wirst du, Elvis, du bist so langweilig. Jetzt zeige ich euch mal noch einen Teil aus Henna seine Karriere, wo ich sage, das ist eigentlich das Beste. Am Scheideweg hieß dieser Videofilm, der ist hier auf dem offenen Kanal auch mal gelaufen. Und da die Figur, die mir eigentlich am nächsten ist, wenn wir euch jetzt zeigen. Gregor, ab jetzt. Gregor Adolf. Gregor Adolf. Christian. Gast begrüßen. Sein Name ist Frank Hüschmann. Jo. Frank, jo. Guten Tag. Frau Staubsieger. Frank ist 32 Jahre alt. Ja, ich bin 32. Wohnhaft in Hamburg, Mümmelmannsberg. Ja. Und Frank ist stolzer Besitzer einer Videothek in Bildstedt. Ja, Videoase Bildstedt, da haben wir voll so ganz gute Sachen, so, ja. Also so nur für Liebhaber. So Frank voll ist heute mit einem ganz besonderen Problem an uns herangetreten, das allerdings durchaus bekannt sein dürfte. Frank steht zwischen zwei Frauen. Ja, ich habe da einmal Andrea und Claudia und... Ich darf vielleicht für unsere Zuschauer am Anfang gleich erklären, du bist seit einem halben Jahr fest liiert mit Andrea. Hör mal zu, also pass mal auf, die, mit Andrea ist das so, die habe ja auch bei uns der Videoase angefangen. Andrea arbeitet bei dir in der... Ja, die macht damit verkauft auch mit und so und macht da die Lager und die ganzen Sachen. Und also die... Bildstedter Hauptstraße Video, also da. Ja. Da haben wir echt so aus allen Herren Ländern so alles. Könntest du vielleicht für unsere Zuschauer einmal kurz uns beschreiben, was gefällt dir an Andrea so besonders? Ja, also Andrea, ich fand die schon so, als sie ja anfing, ganz geil, so vom Äußeren und so. Hat blonde Haare und so und ist ganz klein zwar, aber so klein, aber hoch. Ja. Hat dann auch so schön pralle Glocken, ne, und... Mhm. Kräftigen Arsch und so, ne? Und gehen wir auch mal an Fisch, wenn das mal so dabei ist, so wenn wir mal stechen und so, ne? Ja, das ja, ist Frank, so. Ich darf vielleicht und, einfach mal sagen, du fühlst dich sicherlich durch ihr Äußeres in erster Linie angesprochen. Ja, wir sprechen eigentlich nicht so viel, aber also es ist meistens so, sie liegt da halt, ne? Und dann sehe ich sie so mit ihrem, ne? Ja, so Figur, so, und dann, am Scheideweg von Henna, Peschel. Peschel. Und wenn wir jetzt einen Anrufer haben, dann bist du derjenige, der heute alles gewinnen kann. Haben wir einen Anrufer? Ja, hallo Peter. Ich verstehe den hier nicht. Verstehst du mich? Jetzt ja. Ja, ich wollte mal deinem Studiogast fragen, aber dass du nur aus Hobby machst, die Filme, oder? Ja, also damit kann man nichts verdienen. Also ich kenne ihn jetzt ehrlich gesagt nicht. Damit kann man nichts verdienen, das mache ich als Hobby. Ich habe nur eingeschaltet, deine Ausschnitte da gesehen, aber... Und, wie haben dir die gefallen? Ja, war nicht schlecht. Ey, jetzt stell dich einfach mal auf den Tisch, spring runter und sag, das war spitze, hast ein T-Shirt gewonnen. Das war spitze? Ey, vom Tisch springen haben wir, ja? Nee, der ist voll, ich habe nicht aufgeräumt.
Hast du keinen Tisch? Ja doch, aber der ist voll. Da passe ich nicht mehr drauf. Dann mach jetzt einfach mal den Abräumer. Abräumer. Und dann kannst du die auf den Tisch stellen. Sehr schön. Und wenn du ihn jetzt so abgeräumt hast, dann kannst du dich ja rufflegen, dann sieht das aus wie aufgebahrt. Auch noch. Mach mal. Guck mal, so dressiert man Affen. So, und wenn du jetzt noch beweisen kannst, dass du, wenn du liegst und popelst, lesen kannst. Popeln auch noch. Was steht da drauf? Ich zieh mein Studium durch. Gewinner? Ja. Gewonnen. Ja, hey, du bist jetzt einfach Gewinner. Sag mal deine dumme debile Adresse jetzt über den Sender. Meine Adresse. Ja, so, hast du keine Adresse? Wo steht denn der Tisch? Im Park oder was? Ja, im Stadtpark. Ja, da ist doch scheißegal, ob es auch aufgeräumt ist. Ey, du kommst aus Billstedt, Mann. Das ist, du kommst aus Billstedt? Kein Park, ja? Ey, und dann wohnst du im Stadtpark und kannst morgen Carmen sehen. Kennst du die Videoase? Ja, kennt er den von der Videoase, der da eben zu sehen war in meiner Talkshow. Kennst du den? Billstedt-Videoase. Billstedt der Hauptstraße. Ja. Wie wir gucken denn jetzt gerade im Augenblick? Also im Moment sind wir zwei hier. Aber ey, wir sind ja auch zwei. Können wir Skat spielen? Ja, wollen wir? Ja? Ja. Ich hab schon verloren. Ist egal, wir bescheißen den Sohn gewinnen. Also hast du noch irgendwas ganz Wichtiges? Ja, weiß ich nicht. Warte mal. Ja, warte, wir haben gewartet. Warte. Ja, mit so einem Debil muss ich ja leben. Da kann ja, ich der war ziemlich langweilig. Ja, ich mein, der langweilig. Ich bin heute nicht in Form, aber der war auch ziemlich langweilig. Ja, Henna, ich hab dir das gesagt, ich hätte dir das ja nicht mit den Drohungen gemacht, aber das ist ja jetzt einfach für so eine Leine gelegt hätte. Ja, ich muss sagen, ich war noch nie vor der Kamera. Ich bin beeindruckt, wie du das machst jedes Mal. Also. Ja, der vor allen Dingen, ja, da kannst du mal sehen, was das für ein Stress ist. Du machst ja immer sonst mit der Kamera, verstehst du? Ja, das ist schon ein Unterschied. Ey, ist ja, eigentlich ist Peter Ehrlich schon bei Rolle aller drei jetzt also, du definitiv jetzt dabei? Ja, auf jeden Fall. Ey, der Fernsehstar, ja. Filmstar. Ich muss das nochmal nutzen, dass jetzt ein paar Zuschauer zugucken. Also im Herbst 94 machen wir Premiere von Rollo aller 3 im Alabama Kino. Guck in die Kamera, brauchst nicht auf das Mikrofon so gucken. Da ist kein Rotlicht drauf. Hallo. Die oder die? Also. Die da. Ich wollte jetzt nochmal ein paar Termine ansagen. Also Rollo aller 3, Premiere. Herbst 94 im Alabama, da soll er dann lange laufen, da müsst ihr dann alle hingehen. Dann, Dienstag, jetzt Dienstag, Bernd Begemann, Videopremiere. Da spielt unter anderem im Lichtmesskino um 19 Uhr Michi Reinke, Bernd Begemann und dann läuft das Video. Freier Eintritt, freies Mineralwasser, hat Bernd gesagt. Halt zu dem Video, kann ich das nächsten Donnerstag zeigen? Ja, weltexklusiv, ja, in der Peter Ehrlich Show. Kannst du. Bernd Begemann, da seht ihr Maria wahrscheinlich auch nochmal. Ja. Dann noch eine wichtige Ankündigung. Hallo. 21 Uhr Dienstag im Kir. Tokotronic, Hamburgs beste Band zurzeit, mit 5 Freunden und Premiere des Masterplan-Fanzines. Jetzt fällt es mir auch nicht mehr einfach. Naja, dann lass ja, haben wir vielleicht einen Anrufer? Vielleicht kannst du ja nochmal überlegen. Haben wir noch einen? Ja. Dann gib ihn uns den mal rüber, den Schwachkopf. Bin natürlich Schwachkopf, ja. Du bist kein Schwachkopf? Nee. Dann beweise es. Bevor ich zu Pesche komme, ne, wollte ich mich fragen, kannst du dich noch an die zwei erinnern, die vor ungefähr einer Woche bei dir angerufen haben? Gibt es bei Labil. Ey, ihr habt noch nie einer angerufen, ja? Nein, bei dir, zu Hause, privat. Ja, an die kann ich mich erinnern. Und weil ihr mir irgendwo gefehlt habt, ich hab gedacht, ihr habt die Telefonnummer vielleicht verloren. Blend sie einfach nochmal ein, damit ihr das auch nochmal in Ruhe aufschreiben könnt. Sollen wir nicht wieder anrufen, oder was? Ey, ja, ich freue mich immer, wenn ihr anruft. Ja? Ey, vor allen Dingen, ich nehme die ganzen debilen Schwachsinn auf Tonband auf und dann machen wir mal eine eigene Radiosendung draus. Ey, du wolltest doch da anrufen. Du wolltest doch das aufnehmen, da, was ich dir gesagt habe. Ja, habe ich aufgenommen. Hat aber nicht so viel hergegeben, dein Hecheln. Ach so. Ja, und so. Ja, du wolltest doch vorspielen, oder nicht? Das war ein Vorspiel? Ja. Okay, dann warten wir jetzt auf das Hauptmenü. Und nächster Anrufer, war nett, wa? Ja, debil. Ey, findest du nicht auch, dass ich selbstsicher bin, so vor so einer Kamera? Also im Gegensatz zu mir hundertprozentig. Wie sag jetzt einfach mal, welchen Typ für Fernsehen? Du siehst gut aus, hast wenig Bauch und manchmal zu langsame Sprüche. Langsam. Ja. Da immer Maschinengewehr. Da kommt manchmal die Antwort zu langsam, aber ich kann da nichts zu sagen. Ich bin nur. Hallo? Oh, eine Frau? Studiogast. Hallo. 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 Mit wem möchtest du denn sprechen? Heil Hitler! Ey, du altes kleines Frischstück, ja? Weißt du, was dein Hitler damals hätte? Ja? Warte, muss ich jetzt erstmal sortieren. Wenn Hitlers Mama
den Papa nicht rangelassen hätte und der hätte anstatt in die Mama rennen auf eine Herdplatte gespritzt, ja, dann wäre das für uns alle besser gewesen, ja? Alter, das ist gut erklärt. Und ich habe noch eine Weisheit, ja? Die Geschichte des Horoskops muss umgeschrieben werden. Weil in 35 Tagen bricht ein Stern auf den anderen Stern. Der Jupiter wird weggefegt. Da ist das nicht mehr, dann stimmt nichts mehr. Dann können selbst Waage mit Zwillinge zusammen, weil es den Jupiter nicht mehr gibt. Stell mal vor, der Saturn wird getroffen. Hallo Anrufer. Ich möchte mich jetzt auch noch mal einmal unterhalten, Frage und dann eine Antwort geben, sonst bin ich total unzufrieden. Okay. Das ist echt, okay, mit dem Anrufer, der da jetzt kommt, aber bitte. Gut. Kann da einer durchgeschaltet werden? Hallo? Technik? Wir brauchen jetzt einen Anrufer für mich. Ist da einer? Ja. Hallo, du. Hallo? Kannst du mir bitte einmal eine Frage stellen und ich antworte? Ich soll eine Frage stellen? Ja, bitte, irgendwas. Ich bin so verunsichert und bitte frag mich mal was. Ja, wann verlässt er endlich die Sendung und lässt mal den Peter sprechen? Halt's Maul, ja, nicht meine Gäste beleidigen, ja? Du hast noch eine zweite Chance, ich schmeiß dich jetzt noch nicht raus. Das ist doch dein Glück. Was ist das überhaupt für ein Schwachsinn, den ihr da sendet? Kriegst du dafür bezahlt oder was? Ey, ich krieg dafür bezahlt, weil jetzt die ganzen Debilen am Schirm sind. Und dann krieg ich pro Debil eine Mark, ja? Und wir sind mittlerweile 50.000 Mark pro Woche. Das glaubst du ja wohl selber nicht. Du. Ist das so eine Sendung, wo ihr die Leute fertig macht? Oder ach, hier in meiner Sendung ist noch nie jemand fertig gemacht worden. Ich bin immer nett, ja? Ja, das glaube ich nun nicht. Hast du einen Mann? Aber du glaubst doch wohl nicht ernsthaft, dass du dafür bezahlt hast. Und außerdem hat das nichts damit zu tun, ob ich nun einen Mann habe oder nicht. Also wer hier bezahlt wird, sind Maria und Miriam von mir. Die werden bezahlt, ja. Die werden amtlich bezahlt, 50 Mark im Monat. Von unseren Steuergeldern oder was? Die werden von meinen Steuergeldern bezahlt. Wisst ihr, was das Schöne an dieser ganzen Sendung ist? Maria und Miriam. Was? Diese Sendung wird von deinen Fernsehgeldern zum Beispiel finanziert. Da freut mich jedes Mal, dass ihr blöden Idioten, die Fernsehgebühren zahlt, mich eigentlich finanziert hier. Bist du noch dran? Ja, bin ich noch dran. Hat dich das jetzt erschüttert? Ja, sehr sogar. Okay, dann erzähl uns jetzt mal die sexuellen Vorteile deines Mannes. Die gehen dich nicht an, würde ich sagen. Ja, dann brauchst du auch nicht mehr weiter mit mir quatschen, ja? Auch du bist nur eine kleine dumme Schlampe gewesen, ja? Im Augenblick habe ich nämlich frauenmäßig gut abgedeckt, ja, da kann ich ruhig frech sein zu Frauen. Kann sie nicht mehr alle haben. Muss das nur wollen. Henna, soll ich noch was fragen? Ja, bitte. Der Zettel mit den Fragen ist weg. Hast du ja, den gesehen? Das wollte ich dich fragen. Macht doch nichts. Hautner? Wollen wir uns über Hautner unterhalten? Gibt's diese Dings eigentlich hier noch? Kann ich mal diese zeigen? Eingabe. Nein, diese ja, Roller-Shirt da. Das ist ausverkauft, das kommt bald wieder. Aber Miriam wollte gerne die Adresse, ihre Adresse durchsagen. Also es geht darum, dass hautnah kann man bestellen. In der Hein-Heuer-Straße? Nein, in der Max-Brauer-Allee. Miriam? Max-Brauer-Allee 163. Hallo? Und zwar unter Firma Lars Dohr. Richtig. Hallo Anrufer. Hallo, was macht denn die Sexualität des Papstes? Ja, der hat sich heute Morgen Finger in den Arsch gesteckt, weil Clinton gekommen ist. Er hat da vorne eine Beule gehabt, hat er sich ganz schön erschrocken. Die Nonne, die ihn da gewaschen hat, hat sich auch erschrocken. Das amüsiert dich. Soll ich auf dem Niveau weitermachen? Nee, brauchst du nicht. Mal ein bisschen... Kannst du mir noch mal eine Frage stellen? Ja, und zwar... Rocco aller 3 oder 1... Wie? Rollo aller. Rocco aller. Ey, Versprecher des Tages. Ja, okay. Kriegst du ein T-Shirt. Jo, ich schreib dir. Das ist doch schon vergeben, das T-Shirt. Ich verschenk die immer fünfmal. So. Ja, Rollo aller 3, was ist damit? Da hast du vorhin gesagt, das läuft im Alabama an. Ja, Premiere im Oktober im Alabama. Aber genau das Datum wisst ihr noch nicht, oder? Nee, steht in der Morgenpostzeitung. Und ich saß in der Sendung. Und kann man schon mal vorbestellen, Karten, oder wie ist das? Ey, so wollen ja, wir beim Alabama ja, bei mir nicht. Am Alabama? 27 Mark pro Vorstellung. Nee, und oben ohne Bedienung ist inbegriffen, ne? Ja, ja, und popeln. Wir popeln auch für dich, Alter, ja. Ein Rollo aller Kartoffelflockenpürees im Preis enthalten von 12 Mark Eintritt. Ja, ich meine, das ist ja nicht schlecht, ne? Hast du da voll Bock drauf? Ja, doch. Ich meine, interessiert mich, ne? Hast du noch eine zweite Frage? Ja, der letzte Kerl da von der letzten Sendung war nicht schlechter. Hier der, Joachim Witt? Genau. Der Goldene Reiter und Herbergsfahrer, das hat mir doch sehr interessiert. Der hat ja nicht Herbergsfahrer gesungen, du lügst jetzt hier, ja? Nee, aber das war ja nun auch ein Titel aber, von ihm. Aber jetzt mal ohne Quatsch.
Siehst du die Sendung von Anfang an heute? So fast, ja. Fehlt dir das mit der Handkamera? So ein bisschen, ich meine... Ja, Klaus hat ja Klaus, jetzt von der Werkstatt... Klaus mit langen Haaren war nicht schlecht, ne? Ja, ist ja so ein Raster-Klaus. Ja, ja, so mit Brust und so, ne? Ja, der macht immer Muskelshirt und so. Und ja, ja, daher kommt er. Vor allem so alle 3 Wochen Fitnessstudio einmal. Das soll ja schon bringen. Ne? Soll ich dir ein Date mit Klaus vermitteln? Oh ja, bitte. Ey, du hättest ein Date mit mir haben können, ja. Setz dich hier einfach hin. Rede zu ihm. Bitte, komm. Klaus, ich wollte dir schon immer die Chance mal geben. Komm ins Fernsehen, bitte. Willst du den nächsten haben, Klaus? Ist da irgendwie so ein Hautnah, wo Fragen drin sind? Ich hab den, ich weiß nicht mehr, wo der ist. Nee, ich hab's im Grün gehabt, in Nummer 3. Ist eine chaotische Sendung, aber in genau 8 Minuten habt ihr es überstanden. Ich auch. Und haben wir nicht noch ein Video vielleicht? Und nächsten, ja, ein Video. Wollen wir noch ein Video machen? Christian, bist du vorbereitet? Dann kommt jetzt Coax, wa? Ja, Coax ist eine Hamburger Theatergruppe. Habe ich jetzt gestern Premiere gehabt mit. Im Film. Hat er auch gemacht. Und die Medien. Wir sind immer noch da. Tiralalala. Du bist überhaupt nicht zu sehen, Maria. Komm. Christian, warte mal. Nee, Christian, mach die Kamera wieder auf. Kannst du ja rüberrutschen. Hallo, Anrufer. Ja, was los? Na, du hast doch bei uns angerufen, oder? Ja, ist klar. Ich wollte mal mit dir sprechen. Was ist mit Singles? Mit wem? Mit Singles. Singles? Ja. Ich bin Single, du bist Single. Schallplatten. Sind wir alle Singles? Schallplatten? Ja, vergiss das Schallplatten. Mach doch mal irgendwie eine Sendung oder so, wäre als Gedankenanstoß gar nicht schlecht. Du willst mich stoßen? Hör auf damit, mit den ganzen Singles, die da irgendwo so solo sind. Bist du da ein Single, der solo ist? Ja, ich glaube nicht mal, dass ich der Einzige bin. Oh, das ist traurig. Hat er noch nicht gesehen. Ey, jetzt sag mal, siehst du dermaßen scheiße aus, dass sich da keine Frau bereit erklärt, auch mal mit dir? Ich finde das irgendwie ein bisschen gemein, aber ich stehe da mal drüber, ne? Muss ich nicht unbedingt scheiße aussehen, aber eigentlich... Wäschst du dich denn regelmäßig? Eigentlich stehen irgendwie so 2,7 Männer auf eine Frau. Was ist das denn her? Wo sind die Zahlen her? Ja, sicher. Ich meine, hier siehst du das Gegenteil. Wo hast du die Zahlen her? Sag doch mal jetzt bitte. Zwei Frauen auf eine Frau. Hier steht das ein Typ mit zwei Frauen, das ist doch 0,5. Moment mal, diskutier das doch mal aus. Also rein Statistik ist das... Geblitzt das? Ja, dann blitzt das mal weg. Nein, du kannst jetzt, ich hab's ja nicht da. Wenn ich jetzt hier zwei Frauen hab und du keine, habe ich doch viermal so viel wie du. Also ich gehe mal davon aus, irgendwie, dass du da was von mal aufgehen solltest. Was? Das irgendwo so. Blitzer, nicht? Nein, ich blitz nicht. Ach so.
Du disqualifizierst dich ja selber, also du bist. Ja, nicht? Genau. Ach, nee, der nicht. Nee. Also finde ich eigentlich nicht realistisch. Gib ihm nochmal einen Flirt-Tipp. Nein, Moment mal, realistisch ist das eigentlich. Vielleicht gehst du mal zum Friseur oder so vorher. Wenn die mal mit man Frau sollte das nicht irgendwie so negativ abtun, weil das ist nicht ganz fair. Wasch dich doch einfach mal. Aber das ist doch... Miriam, ernsthaft mal, sag du doch mal, wenn du jetzt einen Mann siehst, so, was ist denn da wichtig für ihn? Was für mich an einem Mann wichtig ist. Ja, das will er doch jetzt wissen. Nee, nee, also ich glaube, es geht ja nicht um mich. Er will doch, dass die alle Singles glücklich werden. Nee, das habe ich so nicht gesagt. Nicht alle Singles, aber irgendwo... Ey, nicht so aggressiv, ja? Moment, Entschuldigung. Aber nicht, dass alle Männer irgendwo so im Nachhinein irgendwie so benachteiligt sind, weil sie müssen... Oh! Das ist gemein, ne? Das ist gemein. Aber ich meine... Peter, irgendwo wäre das mal eine Möglichkeit, oder? Ja, warte, Augenblick mit... Ja, ruf nächstes Mal an, schreib mir einen Brief. Ey, ihr nervt hier nur rum, ja? Maria wollte grüßen? Ja, ich wollte meine Mutter grüßen. Und heute auch. Und mein Vater natürlich auch. Mama, ich grüße dich und nicht. Christoph. Ja, und Christoph. Und Biene. Genau. Und ansonsten haben wir noch einen Anrufer. Und noch einen Grußwunsch. Und einen Grußwunsch. Ja, Kit und Olaf. Was? Kit und Olaf grüßen. Kit und Olaf grüßen. Kit? Von mir auch. Das Essen war immer hervorragend, ja, bis auf die letzten 3-4 Vergiftungsfälle da, war sonst, hätte ich nicht sagen sollen. Aber Kit, war schon gut, du hast dir jedenfalls Mühe gegeben, Kit. Jo, Peter. Oh, eine Stimme aus dem Nichts. Aus dem Nichts. Gibt Hallo, stell Stimme. Du doch nochmal eine Frage. Vernünftige. Zum Film. Ja. Wie steigt St. Pauli noch auf? Ey, Ole, zweite Liga, Ole. Nie und nimmer. Hoffentlich. Nix. Ich will nächstes Jahr auch nach Meppen. Ja, aber wenn wir in der ersten Liga um Abstieg kämpfen oder in der zweiten um Aufstieg, ist scheißegal, nur die Gegner sind geiler. Du, ich würde da vorschlagen, Amateur-Oberliga und dann im Mittelfeld spielen. Männer von heute reden auch über Filme und nicht über Fußball. Genau. Ich bin ja auch ein Mann von vorgestern. Außerdem hast du gesehen, wie wir Deutschen heute die Österreicher weggepickt haben? Das ist mir eigentlich scheißegal. Kämpft so eins, das war wie ein Anschluss. Das ist mir eigentlich so scheißegal. Düsseldorf hat 2:0 gegen Augsburg gewonnen. Ja, heute? Jo. Ey, das war eine aktuelle Mitteilung und tschüss. Meine Adresse nochmal rein, damit ich wieder blöde Briefe kriege. Ansonsten hat sich nichts geändert. 2 Minuten noch die Show. Nächsten Donnerstag bin ich ganz alleine hier. Ganz alleine. Ich werde Henna nochmal einladen. Kommst du nochmal? Ich muss sagen, ich bin nicht geeignet, vor die Kamera zu gehen. Ja, deswegen halte ich dich eingeladen. Ich wollte dich vorführen. Eben, ich finde es auch echt gut, dass ich das jetzt weiß. Ich bin echt nicht geeignet als Medien. Typ oder wie das heißt. Also dann musst du Multimedia aber ich muss mal einmal ein Foto machen. Von uns allen? Hallo Anrufer! Du bist das allerletzte! Ja, wunderschönen guten Abend. Ich wollte mal eine Information haben. Und zwar haben die Scientologen Warstein gekauft oder nicht? Die haben Warsteiner getrunken. Ja. Und das ja, haben die nicht tierisch Durst? Ich meine, müssen die nicht tierisch auf Klo, eben nach dem Tanzstück da? Ja. Ja? Ja, ja. Hast du nicht gesehen, die Kippe nicht, dass du... Wie? Wie oft ist denn das Stück, wird denn das Stück so aufgefüllt? Einmal pro Abend. Einmal pro Abend. Hinterher gehen die auf die Toilette. Ach so. Und reiern. Na gut. Willst du auch mal reiern? Nee, lieber nicht so. Gut. Sollen wir die Sendung jetzt beenden? Ja, machen wir noch schönen Abend. Dann mach du doch mal einen Programmhinweis für nächsten Donnerstag. Ja, am nächsten Donnerstag wieder die Peter Ehrlich-Show hier auf dem offenen Kanal. Und wir wünschen jetzt unseren Zuhörern noch eine gute Nacht und Zuschauern natürlich. Und mein Abschlusswort musst du auch noch sagen. Dein Abschlusswort? Was ich sonst immer sage. Haut rein. Guckst du sie dann Hallo noch alle! Mein Abschlusswort nochmal. Vielen Dank an Peter für die Einladung. Ich du hast ja bezahlt gelernt dafür. Also, nochmal danke, das hören jetzt glaube ich 20.000 Menschen. Maria und Miriam nochmal vielen Dank, dass ihr jetzt ein halbes Jahr lang echt so gute Arbeit geleistet habt. Und wir machen weiter. Auf jeden Fall. Ja. Bist du auch noch da? Noch ja. Ey, pass auf, dann sag ich den Spruch. Ja. Es hat sich nichts geändert. Gut. Auch du kannst mir mal am Arsch lecken. Okay. Tschüss. Okay. So, einfach raus jetzt. Ich hab keine Lust mehr, euch zu sehen, zu hören. Ich mach diese Sendung nie wieder. Bin ich auf Sendung? Ja? Ich find's so scheiße. Gut, dass das Mikrofon aus ist. Diese Zuschauer sind nur bescheuert, stinken und haben Mundgeruch und diese ganze labile Scheiße, was ich hier hören muss, ja?